Das Thema heute auf Tirol TV: Zivilcourage bzw. leider mangelnde Zivilcourage. Donnerstag, 1. November am Südring nahe der Grasmeierkreuzung passiert ein schwerer Autounfall mit zwei Schwerverletzten. Zufällig kommt Kabarettist Markus Kaschuh vorbei und leistet erste Hilfe. Markus, was ist dann passiert? Ja, ein paar Leute wie ich haben versucht, da zu helfen und die Rettung zu alarmieren. Das ist relativ schnell geschehen. Polizei, Feuerwehr, Rettung war sehr, sehr schnell vor Ort. Man hat auch bei der ersten Hilfe Fehler gemacht, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz normal. Allerdings, was dann passiert ist, macht mich jetzt noch fassungslos, weil es gab wirklich massive Störversuche durch Betrunkene. Und das hat bei einer Erste-Hilfe-Aktion über die Rettung, das tut, was sie tun muss, absolut nichts verloren. Das heißt, von diesem Unfall bleiben dir nicht nur die grausigen Bilder in Erinnerung, sondern noch viel mehr. Ja, sobald der Notarzt da war und die Polizei die Unfallstelle abgesichert hat, kurz darauf sind ein paar Betrunkene aus dem Cineplex-Komplex gekommen und haben mit lauten Schalala-Rufen wirklich die Polizisten attackiert und wollten die Unfallstelle, da irgendwie wollten sie stürmen oder keine Ahnung, haben sich unglaublich aufgeführt und es hat wirklich ein Großaufgebot der Polizei gebraucht. Es waren dann letzten Endes 15 bis 20 Polizisten rund um die Unfallstelle, damit der Notarzt und die ganzen Sanitäter ihre Arbeit tun können. Und diesen verrückten Vollidioten muss ich echt sagen, also ihr habt euch wirklich das Hirn weggesoffen, das ist letztklassig, was da passiert ist. Du hast ja geschrieben, Innsbruck, du machst mich fassungslos, ein Ereignis, das dich fassungslos macht. Welche Emotionen bleiben da zurück? Wut. Wut und Traurigkeit, dass es echt Leute gibt, die sich dermaßen schon das Hirn weggetrunken haben, dass sie so einen Blödsinn machen. Das ist kein jugendlicher Leichtsinn mehr, das ist nur Dummheit. Ich möchte aber auch jene Leute mit einbeziehen, die mit diesen Leuten unterwegs waren, weil es kann natürlich vorkommen, dass man sich das Gehirn wegtrinkt und Blödsinn macht, aber es sind immer noch Leute da, die mit diesen Leuten unterwegs sind. Und die müssen dann die Courage haben, die Leute wieder zurückzuziehen und sagen, hey, du machst gerade einen vollen Blödsinn, lass die ihre Arbeit tun. Und auch die Leute gehören mit quasi angeklagt, dass das nicht passieren darf, dass Ersthelfer und Sanitäter und Notärzte nicht ihre Arbeit tun können. Das ist Wahnsinn. Nachlesen können Sie diese Ereignisse von Markus Kaschuh auch unter www.provinzbruck.at unter dem Titel Innsbruck, du machst mich fassungslos.